Hallo, schön, dass du wieder dabei bist beim Business Hippie Podcast, dein Podcast für harmonischen Erfolg. Mein Name ist Ferdinand Otto, ich arbeite als Visionsmentor und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Menschen dazu zu inspirieren, ein bisschen mehr Dinge zu tun, die sie tun möchten und dafür ein bisschen weniger die, von denen sie unbedingt denken, dass sie sie tun brauchen. Hier in diesem Podcast bekommst du alle möglichen Tools rund ums Thema Visionsfindung und wie du deine Vision auch umsetzt. Und ich habe Interviews mit Menschen, die diese bereits schon erfolgreich gefunden haben und auch leben. Heute habe ich mir wieder einen Interviewgast geholt, und zwar den Goran. Goran Celic ist Experte für Storytelling. Und er hilft quasi anderen Firmen dazu, ihre Produkte oder ihre Dienstleistung sich selbst zu vermarkten, auch wenn diese Dienstleistung oder Produkte erstmal augenscheinlich total uninteressant sind und eigentlich gar keine interessante Geschichte haben. Aber in diesem Interview erklärt er uns, dass quasi alles eine interessante Geschichte hat und dass jeder von uns auch seine Geschichten hat und schon in sich trägt. Wir müssen nur auf die Suche gehen, wie wir das genau machen, erzählt er uns. Und mir liegt dieses Thema auch so unglaublich am Herzen. Denn Storytelling ist tatsächlich eines der wichtigsten Dinge von der Menschheit überhaupt. Denn wenn ihr mal überlegt, wie wurden denn Geschichten früher weitergetragen? Was ist noch älter als der Buchdruck? Und das war nicht irgendwie das Internet gewesen und das war auch, große Überraschung, kein PowerPoint. Nein, das waren tatsächlich Geschichten. Bevor die Menschen schreiben konnten, haben sie sich nur die ganze Zeit Geschichten erzählt. Und jetzt könnt ihr mal dreimal raten, auf was unser Gehirn jetzt biologisch-technisch besser fokussiert ist oder programmiert ist. Eben auf Geschichten. Und deshalb lieben wir das auch so sehr, uns Filme anzuschauen oder Bücher zu lesen oder anderen Menschen einfach zuzuhören. Und es ist einfach unglaublich wichtig, egal was du machst, dass du dich traust, mit deinen Geschichten rauszugehen, um andere auch zu überzeugen. Ob das jetzt deine Businesspartner sind, ob das jetzt deine Freunde sind, deine Vorgesetzten, deine Mitarbeiter. Es ist einfach die Kunst der Kommunikation, das ist Storytelling. Und deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Sei doch so lieb, wenn sie dir gefallen hat, was ich dir hoffe, dann schreib doch gerne einen netten Kommentar in die in YouTube. Und dann freue ich mich, von dir zu hören. Ich freue mich sehr, heute den Goran hier beim Business Hippie Podcast zu haben. Goran, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, freue mich hier zu sein. Ja, Goran, wenn man dich jetzt noch nicht kennt, beschreib mich doch mal kurz. Was macht Goran so? Naja, um diese Frage zu beantworten, ist vielleicht auch wichtig, was hat Goran früher gemacht? Ich habe 18 Jahre Versicherungsvertrieb gemacht. Ferdinand, wichtig ist hierbei zu sagen, unter welchen Bedingungen jemand im Finanzvertrieb tätig ist. Ich habe das 18 Jahre gemacht. Erste große Schwierigkeit im Versicherungsvertrieb ist, der Versicherungsvertreter als solches ist auf Platz 1 der unbeliebtesten Berufe Deutschlands. Das kannst du nachgoogeln. Da gibt es eine Liste der unbeliebtesten Berufe und der Versicherungsvertreter ist auf Platz 1. Das ist schon mal eine Hürde, das ist schon mal ein Widerstand überhaupt im Vertrieb, im Verkauf. Das Zweite ist, wir haben natürlich mit unseren Produkten abstrakte Produkte verkauft. Eine Altersvorsorge zum Beispiel, eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, ein Investmentfonds. Das sind natürlich alles Produkte, die du schwer greifen kannst. Das heißt, ich habe nicht etwas, was ich dem Kunden in die Hand geben kann oder was er anprobieren kann, ausprobieren kann. Eine Probefahrt kannst du mit einem Auto machen, ein Haus kannst du besichtigen, Kleidung kannst du anprobieren, Kaffee kann man verköstigen. Das ist bei Finanzdienstleistungsprodukten nicht möglich. Das war die Hürde Nummer zwei.
Und wir haben auch unter schwierigen Bedingungen gearbeitet. Ich zumindest bin gestartet ohne einen Bestand, das heißt mit zero Kunden. Das war die nächste Hürde. Und in meinem Fall war es so, dass ich ohne Festgehalt gearbeitet habe. Das heißt, volles Risiko, 100%, ohne ein Sicherheitsnetz letztendlich. Und das habe ich 18 Jahre gemacht und ich habe immer das Bedürfnis gehabt, in dieser Zeit ein spezielles Werkzeug an die Hand zu bekommen, das mir hilft, abstrakte Produkte an den Mann und an die Frau zu bringen. Sie besser zu erklären, hier schneller Relevanz, Bedeutung für die Produkte, für die Dienstleistung, für die Tarife zu schaffen. Und das hat mir immer gefehlt. Die Ausbildung war mit Sicherheit gut. Die Ausbilder und diese ganze, ja, die ganzen Trainingsmaßnahmen, die Menschen, die das konzipiert haben, geleitet haben, die haben sich mit Sicherheit Mühe gegeben, gar keine Frage. Und das hat auch sehr, sehr viel Geld gekostet. Du sollst wissen, die Versicherungsbranche ist eine der trainiertesten Branchen überhaupt. Trotzdem hat mir ein wesentlicher Puzzleteil gefehlt und ich konnte es aber nicht definieren. Ich konnte nicht sagen, was das ist. Und 2015 habe ich das erste Mal den Begriff Storytelling für mich entdeckt im Rhetorikclub Frankfurt und da ist mir klar geworden, das ist das, was mir in meiner gesamten Karriere gefehlt hat. Denn wir haben das im Vertrieb, wenn überhaupt, nur oberflächlich angerissen. Den Begriff Storytelling kannte ich bis 2015 nicht. Okay, und was ist dann passiert? Ich habe mich angefangen, damit zu beschäftigen und das war eine schwere Geburt, meine Positionierung. Ich habe 2016 mir die Frage gestellt, willst du so in der Art und Weise Vertrieb die nächsten 20, 25 Jahre machen? Also eben kurz vor meinem 40. Lebensjahr habe ich mir diese Frage gestellt und mein Herz, mein Bauch, mein Kopf haben gesagt, nein, auf keinen Fall. Jetzt war die Frage, was willst du machen? Ich habe in meiner gesamten Karriere letztendlich seit 2003 war ich immer in der Trainerrolle, immer in der Rolle des Coaches. Also das war so normal in meiner Tätigkeit, weil ich habe in der Spitze 120 Mitarbeiter im Vertrieb aufgebaut und das war etwas Natürliches für mich, die Rolle des Coaches, die Rolle des Trainers. Ich habe selbst Seminare konzipiert, durchgeführt, noch und nöcher, also wirklich tausende von Stunden da an Zeit und Energie und Praxis investiert. Und so kam ich dazu zu sagen, okay, ich möchte als Trainer schauen, wie wirke ich auf Teilnehmer, wie ist überhaupt das Trainer-Dasein? Nur ich wusste noch nicht, was für eine Position. Und dadurch, dass ich mich immer mehr mit dem Thema Storytelling beschäftigt habe, hat es irgendwann Klick gemacht und ich habe gesagt, hey, ich bin Coach für Storytelling. Ich bin Trainer für Storytelling. Das ist genau die Lücke, Goran, die du schließen kannst, weil ich den Schmerz besonders kennengelernt habe, wie es ohne funktioniert. Und so habe ich 2018 bin ich mit einem Konzept Storytelling im Vertrieb an den Markt gegangen und mein größter Kunde, die Barmenia Versicherung, also heute mein größter Kunde, die Barmenia Versicherung, die hat gesagt, komm, wir testen das mal. Dann haben wir das getestet und deswegen sitzen wir heute auch beieinander, deswegen ist die Geschichte weitergegangen. Das hat sich in der Praxis stark bewährt und ich habe das weiterentwickelt. Jetzt bin ich dabei, ein Buch zu realisieren zu diesem Thema und natürlich nicht nur die Barmenia-Versicherung hat sich dazu entschlossen, darauf zurückzugreifen. Auch andere Unternehmen, wie zum Beispiel Versicherungsagenturen der Signal Iduna oder andere Unternehmen auch. Also das war für mich eine ganz besondere Reise, eine schwierige Reise, aber ich bin froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Goran, wenn ich jetzt das höre und stell dir mal vor, bin jetzt jemand, der von Begriff Storytelling noch überhaupt gar keine Ahnung hat. Was würdest du sagen, wie würdest du mir das erklären? Und vielleicht sagst du auch einfach mal,
Für welche Branchen ist das denn relevant überhaupt, Storytelling? Also Storytelling ist für mich einfach eine tolle Lösung, um Menschen, Produkte, Dienstleistungen, Lösungen schnell begreiflich zu machen. Nehmen wir jetzt mal die Finanz- und Versicherungsbranche, aus der ich eben komme, ursprünglich. Da war zum Beispiel die Schwierigkeit, jemanden die Bedeutung und den Bedarf deutlich zu machen, wenn er das nicht gefühlt hat, weil auf einem Stück Papier, eine Unfallversicherung zum Beispiel, wenn du dich damit auseinandersetzen sollst, du hast keine Erfahrungswerte, du weißt nicht, wofür das gut ist, und auf einer PowerPoint-Präsentation Zahlen, Daten, Fakten dir zu präsentieren, das ist zu wenig, damit du dich damit identifizierst und sagst, hey, ich erkenne meinen Bedarf, ich erkenne ja meine Kaufmotive selbst. Das hat uns immer gefehlt. Also ich persönlich habe keine Geschichten bewusst genutzt im Vertrieb. Wenn ich sie genutzt habe, dann unbewusst, und wenn ich sie genutzt habe, sehr oberflächlich und schwach von der Wirkung. Aber ich wusste es nicht. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte aus meinem Leben. Mein Vater hat 1987 einen Autounfall gehabt mit schlimmen Folgen. Gott sei Dank hat er diesen Unfall überlebt und er war unfallversichert. Und aus dieser Unfallversicherung gab es Benefits, die er heute noch genießt. Und diese Geschichte, die habe ich in meiner gesamten Vertriebszeit nie genutzt. Nicht, weil sie nicht da war, Ferdinand, sondern weil ich sie nicht gesehen habe. Es ist ungefähr so, als ob du auf einem Schatz von wertvollen Geschichten stehst, aber diesen Schatz nicht siehst und mühevoll argumentierst. Das heißt, wir haben dann im Vertrieb leider rein fachlich argumentiert. Wir haben Zahlen, Daten, Fakten genutzt, also eine Versorgung, so eine genannte Versorgungslücke dem Kunden ausgerechnet. Wir haben ihm Produkthighlights vorgestellt, ja. Und das ist alles zu wenig. Natürlich haben wir damit verkauft, gar keine Frage. Aber der Unterschied zum Präsentieren mit und ohne Stories, der ist wie Tag und Nacht. Ja, für mich ist ja auch natürlich als Speaker Storytelling quasi das A und O. Aber kannst du uns da vielleicht mal auch so ein kleines Tool mit an die Hand geben, oder stell dir mal vor, ich bin jetzt irgendjemand, irgendwie keine Ahnung, der mit Tim, der hört das jetzt hier zum ersten Mal und der sagt so, oh, für mich wäre das doch auch mal interessant. Wie kann man da anfangen mit dem Thema Storytelling? Also muss man da eine Geschichte von sich nehmen, muss das, oder kann man da auch sich irgendetwas erfinden, oder was willst du da empfehlen? Also ich befürworte kein Erfinden von Geschichten, sondern das Finden. Der Unterschied ist, das eine hat vielleicht gar nicht stattgefunden, das wäre das Erfinden, ja. Also ich denke mir etwas aus, aber das Finden von Stories, das beruht auf wahren Geschichten, die ich gefunden habe für mich, die ich selbst erlebt habe oder die Menschen oder Kunden in meinem Umfeld erlebt haben oder Dinge, die aus meinem alltäglichen Leben stammen, also wahre Geschichten zum Beispiel im Business. Bleiben wir jetzt mal beim Business, du als Speaker oder Speaker, die hier vielleicht nach Inspiration suchen zum Thema Storytelling. Erzähl etwas zum Beispiel über deine Meilensteine, die du realisiert hast. Sogenannte Milestone Stories. Ich realisiere ja aktuell ein Buch. Sprech darüber. Ja? Was erlebst du damit? Ich habe dir das mal mitgebracht, dass du mal siehst, also das ist jetzt hier so mal ein Entwurf von einem Cover, und hier siehst du Rohmaterial für mein Buch. Ja. Oh, also jetzt, ich muss da kurz dazwischen funken, all die das jetzt noch nicht sehen, die uns nicht auf YouTube zuschauen, hier der Johann hat jetzt da wirklich einen ganz dicken Stapel mitgebracht von seinem Skript, und da geht es worum? Nur ums Thema Storytelling. Ausschließlich um das Thema Storytelling. Es geht darum, wie können Geschichten
uns dabei helfen, unsere Dienstleistungen, Lösungen, aber auch Erkenntnisse in der Kommunikation rüberzubringen. Denn du wirst mich besser verstehen, wenn ich Geschichten nutze. Und ich bin als Gesprächspartner für dich interessanter. Länger deine Aufmerksamkeit, wenn ich Geschichten nutze. Also für mich ist ein erfolgreiches Geschäft, eine erfolgreiche Präsentation, aber nehmen wir auch Lerninhalte, also nehmen wir unser Schulsystem, ein erfolgreiches Lernen ohne Geschichte kann ich mir ohne Geschichten kann ich mir nicht vorstellen. Geschichten in Form von Lektionen, Geschichten in Form von Aha-Erlebnissen und. Ja. Also alles, was dir erzählenswert erscheint, ja, alles, was dir erzählenswert erscheint, ist schon ein guter Hinweis für eine Geschichte. Was mache ich jetzt, wenn ich denke, ja, in meinem Leben ist bis jetzt noch nicht jetzt so viel passiert, ich habe doch jetzt überhaupt gar keine Geschichten. Wie kann ich dann das, noch Story das ist Quatsch. Schreiben? Das ist Quatsch, Ferdinand, und das liebe ich. Viele, viele meiner Kunden, Klienten haben anfangs das Gefühl, und das hatte ich auch, ich habe doch nicht so viele Geschichten oder die Geschichten, die ich habe, die sind es doch nicht wert, erzählt zu werden. Das ist Quatsch und da brauchst du einen Sparringspartner, der dir hilft, den Wert deiner Geschichten zu erkennen. Also, und letztendlich müssen wir auch ein bisschen Mut aufbringen, die Geschichten zu präsentieren, damit wir auch überhaupt in die Chance reinkommen, dass wir die Reaktionen erleben. Ja, das ist das A und O, dass ich es ausprobiere. Und das ist ein, ich denke, dieses Gefühl, ich habe zu wenig Geschichten. Naja, die Frage, die ich mir stelle, wie tief hast du gegraben? Wie viel Zeit hast du dir genommen, dich mal hingesetzt und gesagt, okay, welche Geschichten haben Relevanz in Bezug auf mein Business, in Bezug auf meine Persönlichkeit, in Bezug auf das, was ich ja, präsentieren möchte, in Bezug auf das, auf meine Erkenntnisse, auf meine Meinungen, auf vielleicht gute Ideen, die ich habe. Wenn man sich hinsetzt und die Zeit nimmt, ja, auf Schatzsuche zu gehen, nenne ich das, dann findest du Stories auf jeden Fall. Alles klar. Und ein Beispiel möchte ich dazu sagen. Schau mal, ich kann ein Buchprojekt verwirklichen. Ja. Aber schade ist doch, wenn ich nicht spreche über dieses Projekt. Warum? Naja, es kann sein, dass du gar nicht mitbekommst, dass ich ein Buch realisiere. Und jetzt kommt's. Weil du das nicht mitbekommst, bekomme ich vielleicht von dir nicht den Hinweis, das interessiert mich, Goran. Oder, Goran, hast du schon einen Verlag? Ich habe einen guten Kontakt zum XY-Verlag. Also, oder hast du jemanden, der dir hilft bei der Gestaltung. Hast du ein Design? Whatever. Ich werde die Hilfe von dir nicht bekommen, weil du gerade, du überhaupt gar nicht mitbekommst, dass ich an diesem Projekt arbeite. Allein das ist schon der Grund, warum es wichtig ist, finde ich, unsere Geschichten zu erzählen. Ja, das finde ich wundervoll. Ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Also wenn man überhaupt gar nicht selbst den Mut hat, zu sagen, hier, ich habe hier eine Geschichte und wie du sagst, sie hat ja jeder von uns und sich auch gar nicht traut, irgendwie Dinge auszusprechen, dann können die anderen dich ja auch gar nicht sehen oder können sie dir auch gar nicht deine Hilfe anbieten. Und das beste Beispiel aus meinem Leben für dieses Gefühl, ich habe keine Geschichte, war, dass ich bin ja im Vertrieb schon mit Anfang 20 gestartet. Und als ich gestartet bin, habe ich so das Gefühl gehabt, naja, ich habe doch nichts zu erzählen, ich habe doch nichts vorzuweisen, ich bin ein junger Schnösel, was soll ich denn bitte schön Leuten über Altersvorsorge oder über Vorsorge erzählen? Ich habe doch nichts. Quatsch. Die Geschichte von meinem Vater, die hätte ich schon mit 18 erzählen können.
die war da, nur ich habe sie nicht gesehen. Und ich hatte leider auch niemanden, ich hatte keinen Trainer, keinen Coach, der mit mir auf Schatzsuche gegangen ist, dass er überzeugende Geschichten für mein Business findet. Das wäre möglich gewesen, aber mir hat es keiner beigebracht. Also ich hatte die Geschichte, habe aber das Gefühl gehabt mit Anfang 20, ich habe nichts Nennenswertes. Und dieses Gefühl ist völlig normal. Das wollte ich damit ausdrücken. Ja, das ist auch total interessant, wenn es zeigt wieder für mich ganz deutlich, dass wir eigentlich schon alles in uns haben und eigentlich gar nicht so sehr im Außen nach irgendwas suchen müssen, sondern wie und du in unserem Umfeld. Ja, ja, klar. Und in unserem Umfeld. Das heißt, ein Azubi, der heute, ich sag mal, im Mediamarkt arbeitet, hat fantastisches Potenzial zum Präsentieren in Form von Geschichten, nur er weiß es nicht. Mhm. Goran, wenn man jetzt da ein bisschen mehr in diese Materie eintauchen möchte, in die Materie Storytelling und mit dir ein bisschen mehr zusammenarbeiten möchte, wo findet man dich da am besten? Wie kann man dich da am besten kontaktieren? Ich bin natürlich auf den Social-Media-Kanälen vertreten, Instagram, ich bin bei LinkedIn, ich bin bei Xing, ich bin bei Facebook, ich habe eine Internetseite, ruhig mal draufschauen, ein bisschen rumsurfen, da ist kostenloses Material auch, was man sich anschauen kann, sehr schöne Sachen. Ich habe auf YouTube habe ich einige Videos veröffentlicht und da soll auch langfristig ein Kanal sein, auf dem man mich verfolgen kann, bei dem man auch Fragen stellen kann. Und ich mache dann daraus Videos. Da habe ich richtig Bock drauf, wertvollen und praxisbezogenen Content herzustellen. Das heißt, alle Fragen in Bezug auf Storytelling, damit könnt ihr mich bombardieren. Ich bin dafür sehr, sehr dankbar und ich liefere Antworten in Form von Videos. Sehr, sehr gerne. Sehr schön. Wunderbar. Das werde ich alles runter in die Shownotes packen. Und ja, dann bedanke ich mich, dass du heute hier zu Gast warst. Ferdinand, ich danke dir. Und schließe mit den Wörtern oder mit dem Spruch ab, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Geschichten sagen mehr als 1000 Bilder. Sehr schön. Danke für das Interview. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, Gordon. Alles Gute, bis dahin. Tschüssi. Bis dahin. Vielen Dank, dass du bis zu Ende gehört hast. Wie hat dir diese Folge gefallen? Sei doch so lieb und lass uns eine Bewertung da bei YouTube oder schreib deine wichtigsten Erkenntnisse einfach in die Kommentare. So hilfst du auch mir, diesen Podcast noch bekannter zu machen und für dich noch spannendere Interviewgäste zu finden. Ich hoffe, es geht dir gut und du lässt dich hier von der aktuellen Situation nicht mehr stressen als nur unbedingt nötig. Wenn du tiefer in das Thema Vision eintauchen möchtest, dann findest du auch unten in den Shownotes die Kontaktdaten, wie du mich erreichen kannst und wie du dich auch direkt auf eine kostenfreie Beratungssession bei mir bewerben kannst. Ansonsten freue ich mich unglaublich, dich das nächste Mal wieder zu hören oder dich zu empfangen, sage ich jetzt einfach mal. Bis dahin, let the magic happen, dein Ferdinand.